Die Schwellenfächer werden nun halb mit Schotter aufgefüllt. Beidseitig wird nun gegeneinander mit dem Stopfhammer von der Schiene weggestopft. Es wird so lange gestopft, bis kein Schotter mehr unter die Schwelle passt. Es muss für genügend Schotter gesorgt werden. Ist die Schwelle fertig gestopft, können die Schwellenfächer mit Schotter aufgefüllt werden. Verfüllt wird bis ca. 5 cm unter die Schwellenoberkante. Der Schotter erhöht die Lagestabilität des Gleises. Bei den Reparaturarbeiten wurde die seitliche Schotterbettung in Mitleidenschaft gezogen. Im letzten Arbeitsschritt wird sie wieder instand gesetzt. Der Schotter wird bis ca. 40 cm vor dem Schwellenkopf aufgefüllt und mit einer Neigung von 1 zu 1,5 profiliert. Mit dem Gleisbesen wird Schotter, der auf den Schwellen liegt, in die Schwellenfächer eingefegt. Die Baustelle wird nun geräumt.